Welche Neuzugänge will sich Borussia Dortmund im Sommer schnappen? Und warum könnte RB Leipzig 4 seiner besten Spieler auf einen Schlag verlieren? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr wie immer in unseren aktuellen Kick-News. Borussia Dortmund ist gestern bei Atletico Madrid nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Das 1:2 in der spanischen Hauptstadt lässt dem BVB alle Möglichkeiten fürs Rückspiel offen. Mit einem Sieg zu Hause kann Schwarz-Gelb ins Halbfinale der Champions League kommen. Zeitweise sah es im Spiel bei Atletico aber so aus, als würde der BVB noch heftiger unter die Räder kommen. Auch Nico Schlotterbeck und Mats Hummels hatten vor allem in der ersten Hälfte schwer mit sich zu kämpfen. Und weil vor allem die Zukunft von Hummels ungewiss ist, beschäftigt sich der BVB mit neuen Innenverteidigern, die im Sommer nach Dortmund wechseln könnten. Eine heiße Spur führt dabei zu Jeff Chabot. Der BVB beschäftigt sich intensiv mit dem Abwehrspieler vom 1. FC Köln. Keine dumme Idee, denn Chabot ist im Sommer für schmale 4 bis 5 Millionen Euro zu haben. Eine Ausstiegsklausel macht das möglich. Und sollte Köln absteigen, wird der zweikampfstarke Innenverteidiger mit Sicherheit nicht zu halten sein. Keine Frage, für den 26-Jährigen wäre ein Wechsel zur Borussia ein großer Karrieresprung. Andererseits dürfte klar sein, dass er sich einen Status wie in Köln im besser bestückten Kader der Borussia erst erarbeiten müsste. Es wäre eine spannende Herausforderung und für den BVB ein echtes Schnäppchen. Nach Salih Özcan wäre Chabot dann schon der zweite Leistungsträger, den man per Klausel nach Dortmund verliert. Aber auch in der Offensive will sich der Vizemeister teilweise neu aufstellen. Daniel Malen wird Dortmund im Anschluss an die Saison voraussichtlich verlassen. Auch bei Jadon Sancho ist ungewiss, ob er über den Sommer hinaus in den eigenen Reihen gehalten werden kann. Genau deshalb fahnden die BVB-Verantwortlichen nach Verstärkung für die Flügel. Einen möglichen Neuzugang hat die Borussia nun in Italien ausfindig gemacht. Der Bundesligist zeigt konkretes Interesse an Offensivspieler Dennis Mann. Die Dortmunder sollen sogar schon intensiv an einer Verpflichtung des 25-jährigen Rumänen arbeiten. Aktuell kommt Mann in der zweiten italienischen Liga zum Einsatz. Mit Parma Calcio steht der 22-fache Nationalspieler auf Platz 1 liegend, zwar kurz vor dem Aufstieg. Dass der Leistungsträger, der schon 19 Scorerpunkte gesammelt hat, mit seinem Club aber den Gang in die Serie A antreten wird, ist eher unwahrscheinlich. Darüber hinaus ist der Rechtsaußen vertraglich nur noch bis 2025 gebunden. Trotz der kurzen Vertragslaufzeit dürfte Mann aber kein Schnäppchen werden. Im Raum steht eine Ablöse zwischen 15 und 18 Millionen Euro. Ob der BVB dazu bereit ist, für einen Zweitligaspieler so viel Geld auf den Tisch zu legen? Ab in den Süden, genauer gesagt nach Stuttgart. Dort ist es dem VfB in den letzten Jahren immer wieder gelungen, umworbene Spieler in Cannstatt zu halten. Der Preis für diese Erfolge war in den meisten Fällen der Einbau einer Ausstiegsklausel. Serhou Guirassy kostete im Sommer festgeschriebene 20 Millionen Euro. Für 23,5 Millionen Euro ist im Falle der Qualifikation für die Champions League Chris Führich zu haben. An Interessenten, die diese Summen sofort überweisen würden, mangelt es nicht. Guirassy steht in der Premier League und in der Serie A hoch im Kurs. Auch der FC Bayern soll sich mit der Personalie beschäftigen. Bei Führich ist es die Creme de la Creme der Bundesliga, die Fühler ausgestreckt hat. Neben den Bayern würden auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gerne zuschlagen. In beiden Fällen wäre der VfB machtlos. Weitere Profis mit einer festgeschriebenen Ablöse sind Kapitän Waldemar Anton, der Japaner Hiroki Ito sowie der hochtalentierte Enzo Mio. Das Trio besitzt Klauseln in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro. Der derzeit verletzte Dan Axel Zagadou kann sogar für lediglich 15 Millionen aus seinem Vertrag herausgekauft werden. Dazu kommt die Problematik im Hinblick auf die ausgeliehenen Spieler. Bei Abwehrspieler Anthony Rouault ist die Kaufpflicht immerhin schon aktiviert worden. Und auch bei VfB-Stammtorhüter Alexander Nübel sieht es jetzt auf einmal nach einem Verbleib aus. In Stuttgart könnten schon bald die Sektkorken knallen. Denn der 27-Jährige wird seinen Vertrag beim FC Bayern in Kürze bis 2030 verlängern. Das bedeutet für den VfB, dass man Nübel noch eine weitere Saison ausleihen kann. Mindestens, denn es ist auch denkbar, dass Manuel Neuer nochmal bis 2026 verlängert. Dann könnte Nübel sogar noch 2 Jahre in Stuttgart bleiben, ehe er die Nachfolge von Neuer bei den Bayern antritt. Deutlich komplizierter stellt sich die Situation bei Dennis Undaf dar. Der neue Nationalspieler kostet mindestens 20 Millionen Euro. Hinzu käme ein lukratives Gehalt. Zuletzt war von einem Gesamtpaket in Höhe von rund 40 Millionen Euro die Rede. Ob der VfB eine derartige Summe stemmen kann, hängt maßgeblich vom Ausgang der Saison ab. Aktuell stehen die Zeichen voll auf Königsklasse. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hätte dann deutlich mehr Kapital zur Verfügung. Gleichzeitig würden aber auch die Begehrlichkeiten anderer Clubs zunehmen, ganz zu schweigen von den höheren Forderungen einzelner Spieler. Zudem müsste der Kader breiter aufgestellt werden. Nach einer traumhaften Saison steht dem VfB ein komplizierter Sommer ins Haus, mit zahlreichen Fragezeichen, denn das Heft des Handelns hat man in vielen Fällen nicht selbst in der Hand. Das böse Wort: Ausstiegsklauseln. Unruhe gibt es auch immer wieder beim FC Bayern. Das 2:2 beim FC Arsenal können die Münchner in der gegenwärtigen Verfassung aber durchaus als Erfolg werten. Einer, der dabei wieder nur zuschauen durfte, war Brian Zaragoza. Der Winterneuzugang saß erneut 90 Minuten auf der Bank. Seine vorgezogene Verpflichtung war freundlich ausgedrückt. Ein unglücklicher Deal. Aber noch in den Katakomben des Emirates hat sich der spanische Linksaußen kämpferisch gezeigt.
In einem Interview mit der AS sagt er: "Für mich ist es ein Privileg, hier beim FC Bayern München zu sein. Und ich arbeite jeden Tag, um hier zu spielen. Ich sehe mich nächste Saison beim FC Bayern. Deshalb habe ich für 5,5 Jahre unterschrieben." Außerdem hat Zaragoza Berichte über sein schwieriges Verhältnis zu Thomas Tuchel strikt zurückgewiesen. "Es gab eine Menge unwahrer Berichte, aber ich achte nicht darauf, was in der Presse steht. Ich konzentriere mich darauf zu arbeiten, die Sprache zu lernen und mich so schnell wie möglich an diese großartige Mannschaft anzupassen", stellt Zaragoza klar. In der Bundesliga kommt der Flügelspieler seit seiner Ankunft nicht über 3 Kurzeinsätze hinaus. Zu beunruhigen scheint ihn das nicht. Zaragoza will es beim FC Bayern unbedingt schaffen. In Sachen Einstellung kann man dem Spanier mal so gar nichts vorwerfen. Auch Harry Kane hat sich sein erstes Jahr in München vermutlich ein bisschen anders vorgestellt. Trotzdem bereut er seinen Wechsel an die Sebener Straße überhaupt nicht. Das hat Kane jetzt klar und deutlich mitgeteilt. "Ich genieße meine Erfahrung in Deutschland. Es war ein Schritt, den ich in meiner Karriere gebraucht habe, um einen neuen Impuls, eine neue Herausforderung und eine neue Umgebung zu bekommen. Ich bin wirklich froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe." Im letzten Sommer hat der FCB die vereinsinterne Rekordablöse in Höhe von 95 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um Kane an Bord zu holen. Dass er seine Zelte in München frühzeitig wieder abbricht, kommt für den 30-jährigen Mittelstürmer nicht in Frage. "Meine Zukunft liegt bei Bayern München. Ich habe einen 4-Jahres-Vertrag. Ich genieße es und hoffe, dass ich in dieser Saison etwas Besonderes erreichen kann. Wenn nicht, bin ich bereit, es im Sommer wieder zu versuchen und die Dinge zu ändern." Manchester United war zuletzt dran und hat auf einen Frustwechsel nach einer möglichen titellosen Saison gehofft. Sorgen muss sich bei den Bayern jetzt aber wirklich niemand machen. Nur das bessere Torverhältnis hält RB Leipzig aktuell in den Top 4 der Bundesliga. Borussia Dortmund ist punktgleich und sitzt den Sachsen im Nacken. Misslingt Leipzig der Einzug in die Champions League, wird der ein oder andere RB-Star im Sommer seine Sachen packen. Das wissen auch die Verantwortlichen beim Brauseklub. Besonders bitter: eine ohnehin schwierige Verlängerung der Ausleihe von Xavi Simons wäre dann ausgeschlossen. Auch Dani Olmo will beim Verpassen der Königsklasse seine Schuhe nicht mehr in Sachsen schnüren. Der spanische Offensivmann würde in diesem Fall von seiner 60 Millionen Euro Ausstiegsklausel Gebrauch machen, um in die Premier League zu wechseln. Als Favorit auf den Olmo-Zuschlag wird Manchester City gehandelt. Stadtrivale United, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea sind ebenfalls dran. Per Klausel kann auch Benjamin Šeško wechseln. Der Mittelstürmer kostet festgeschriebene 50 Millionen und seine Berater wollen ihn unbedingt in der Champions League sehen. Entweder bei RB oder eben gerne auch bei einem anderen Club, wenn es in Leipzig nichts wird. Premier League-Vereine, darunter auch wieder United, haben sich hier schon mal in Lauerstellung gebracht. Genauso sehen es die Agenten von Luis Openda, die für den Fall der Fälle bereits den Markt sondieren. Die 80 Millionen hohe Ausstiegsklausel des Leipziger Top-Torschützen, 25 Tore hat er schon gemacht, ist allerdings erst ab dem nächsten Jahr gültig. Beim Verkauf schon in diesem Sommer könnte Openda also durchaus an der bisherigen RB-Rekordmarke von Josko Gvardiol kratzen oder diese sogar übertreffen. Der Abwehrspieler war im letzten Sommer für 90 Millionen Euro zu Man City gewechselt. Leipzig ohne Champions League, es könnte den Club verdammt hart treffen. Und nochmal zurück nach Dortmund. Da wartet Youssoufa Moukoko geduldig auf seine Chancen. Und er wartet und wartet und wartet und wartet. So auch wieder gestern. Gegen Atletico hieß es für den Youngster wieder mal 90 Minuten Bankwärme. Die stagnierende Entwicklung des 19-jährigen Angreifers führt mittlerweile dazu, dass er im Sommer einen Wechsel plant. Das hatten wir euch diese Woche schon berichtet. Wenn ihr das Video verpasst habt oder euch einfach nochmal informieren wollt, klickt jetzt hier oben rechts auf das i. Und Moukoko will sich nicht verleihen lassen, sondern den BVB komplett verlassen. Das heißt, ein fixer Transfer zu einem neuen Club, der bestenfalls im europäischen Wettbewerb vertreten ist. Und Dortmund ist mittlerweile durchaus bereit, den deutschen U21-Nationalspieler zu verkaufen, sofern die Kohle stimmt. Sollte ein Interessent 25 Millionen Euro auf den Tisch legen, dann kann Moukoko gehen. Klar ist, die allermeisten Bundesligisten sind dazu nicht in der Lage. Führt Moukokos Weg also ins Ausland? Es bleiben noch einige Monate Zeit, diese Frage zu klären. Eine Zukunft in Dortmund ist mittlerweile aber verdammt unwahrscheinlich geworden. Neymar hätte mit etwas mehr Ehrgeiz und weniger Verletzungspech einer der besten Spieler unserer Generation werden können. In den letzten Jahren hat der Edeltechniker aber bei einigen Fans und neutralen Zuschauern seinen Kredit verspielt. Mittlerweile kickt der Brasilianer in Saudi-Arabien. Neymar ist aber auch hier wieder vom Pech verfolgt. Seit Oktober fällt er mit einem Kreuzbandriss aus. Jetzt macht aber eine Nachricht die Runde, dass Neymar eine echte Ehrenaktion plant. Dass der 32-Jährige nach seinem Vertragsende bei Al-Hilal 2025 zu seinem Jugendclub FC Santos zurückkehren will, haben wir euch schon berichtet. Zuletzt hieß es sogar, dass Neymar seine Rückkehr gegenüber Santos-Spielern schon angekündigt hat. Jetzt will der Dribbelkünstler aber nochmal einen draufsetzen. Neymar will den schwer kriselnden Traditionsverein kaufen und zurück in die Erstklassigkeit führen. Santos ist im letzten Jahr zum ersten Mal seit ihrer Gründung 1912 in die zweite Liga abgestiegen. Neymar kann nur schwer ertragen, seine große Liebe da zu sehen, wo sie gerade steht. Gemeinsam mit seinem Vater würde Ney deshalb gerne Geld in sein Ex- und womöglich bald wieder Verein pumpen. Der brasilianische Journalist Mauro Betting sagt dazu: "Das, was Ronaldo mit Cruzeiro gemacht hat, wird Neymar mit Santos machen. R9 hatte vor 3 Jahren 80 Millionen Euro an Cruzeiro Belo Horizonte überwiesen, für die er einst selbst auf Torejagd gegangen ist. Im Gegenzug hat er 90% der Anteile am damaligen Zweitligisten
Kosten erhalten. Nur kurze Zeit später ist Belo Horizonte wieder in die erste Liga aufgestiegen und Ronaldos Investment hat sich gelohnt. Neymar hat jetzt scheinbar Ähnliches im Sinn. Es wäre nach den eher unglücklichen Jahren in Paris und in Saudi-Arabien nochmal ein romantisches Happy End zum Karriereende. Oder wie seht ihr das? Auch der FC Bayern wird jetzt nochmal Thema. Bei denen lässt sich antizipieren, dass im Sommer auch arrivierte Kräfte nicht unverkäuflich sein werden. Insbesondere das einst so erfolgreiche Mittelfeldduo bestehend aus Leon Goretzka und Joshua Kimmich steht auf dem Prüfstand. Die Bayern wollen auf dieser Position endlich nachbessern. Das Thema Holding Six schwebt wie ein Geist schon die ganze Saison über der Säbener Straße. Um diese große Kaderbaustelle vor Beginn der nächsten Saison schließen zu können, haben die Bayern ihre Scouts ausgesandt. Wie die Zeitung O Jogo aus Portugal berichtet, waren die Beobachter des Rekordmeisters am letzten Sonntag bei der Partie zwischen dem FC Porto und Vitória Guimarães vor Ort, um sich ein genaueres Bild von Alan Varela zu machen. Der Argentinier hat sich durch hervorragende Leistungen in den Fokus vieler großer Vereine gespielt. Unter anderem wird Varela seit einiger Zeit mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Auch darüber hatten wir euch schon mal berichtet. Auch wenn ein Duell mit dem BVB auf dem Transfermarkt schon schwer genug wäre, gibt es mit dem FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, dem FC Chelsea und Atletico Madrid aber noch weitere Interessenten, die ebenfalls ihre Scouts ausgesendet haben. Schaut man sich die Riege der interessierten Vereine an, wird schnell klar, dass Porto in einer optimalen Verhandlungsposition ist. Dass Varelas Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro gezogen werden muss, um ihn aus dem Estádio do Dragão loszueisen, wird dadurch immer wahrscheinlicher. Für die Bayern wäre das eine sehr hohe Summe und automatisch ein potenzieller Königstransfer. Deutlich günstiger und eher ein Versprechen für die Zukunft wäre Guido Della Rovere. Der offensive Mittelfeldspieler ist erst 16 Jahre alt und er kickt aktuell für die U19 von Cremonese, genau wie für die italienische U16-Nationalmannschaft. 5 Tore und 6 Vorlagen hat Della Rovere in dieser Saison in 17 Einsätzen schon gesammelt. Die Bayern würden den Youngster gerne frühzeitig unter Vertrag nehmen und ihn dann am eigenen Campus weiter ausbilden. Es gibt aber auch bei dieser Personalie Konkurrenz. Unter anderem Juventus Turin und Ajax Amsterdam haben die Fühler ausgestreckt. Für Max Eberl und Co. heißt es jetzt, Überzeugungsarbeit leisten. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Unsere Frage des Tages. Heute, Youssoufa Moukoko. Ist der Preis von 25 Millionen Euro für den Youngster gerechtfertigt? Oder könnte der BVB sogar noch mehr verlangen? Oder ist Moukoko nach seiner schwierigen Saison weniger wert? Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr für eine gerechtfertigte Ablöse für das Sturmjuwel halten würdet. Und heute Abend spielt auch Bayer Leverkusen in der Europa League gegen West Ham United. Was ist euer Tipp für das Viertelfinale mit der letzten deutschen Mannschaft im Wettbewerb? Können die Leverkusener sich eine komfortable Situation für das Rückspiel erspielen? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal und folgt auch Kick11 auf Instagram. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video posten. Von Montag bis Freitag gibt es hier die besten Fußball-News auf YouTube. Ich wünsche euch jetzt was, haut rein, bis morgen und bleibt stabil.